Jo und herzlich willkommen bei mir wieder zurück am Kanal. Ich zeige euch heute den Taco Pie, der ja eigentlich total ungesund klingt. Ist es aber nicht. Dazu muss man wissen, desto feiner man das Mehl malt, desto mehr Verluste an Inhaltsstoffen hat man. Um wie viele Inhaltsstoffe es sich genau handelt, habe ich euch unten in die Kommentare geschrieben. Lest euch das bitte durch, das müsst ihr wissen. Also nehmen wir Vollkornmehl her, denn es hat auf jeden Fall 60-90% mehr Vitamine und Ballaststoffe im ganzen Korn drin. Noch dazu, wer sehen möchte, wie man den perfekte Salsa zu seinem Taco Pie macht, klickt einmal hier oben drauf. Und ich freue mich über jeden Kommentar oder Rezeptvorschläge in meinen Kommentaren. Also hinterlasst mir Kommentare, drückt den Like-Button und abonniert meinen Kanal. Weiter geht's nach dem Intro. Wir brauchen Mehl, Paprikapulver, Butter und Wasser. Erstmal das Mehl in die Schüssel geben, wie ihr sehen könnt, hier die schwarzen Punkte, 300 Gramm Mehl, 5 Gramm Paprika, edelsüß, für die Farbe und damit das Ganze auch einen kleinen Geschmack abgibt, die Butter rein, das Ganze jetzt so lange durchkneten, bis das eine einheitliche Masse ist. Danach Wasser hinzufügen, 100 Milliliter. Noch einmal das Ganze ordentlich durchkneten. Am Anfang ist das so wie lehmige Masse, dann wird es aber wieder zu einem Teig. Dann geben wir das in eine Kuchenform und verteilen das gleichmäßig in der gesamten Kuchenform. Vorher machen wir noch einen wunderschönen Ball, damit es einfach nur schön aussieht. So, ordentlich verteilt im Kuchen. Ich tun wir mit der Gabel noch ein paar Löcher reinmachen, damit der Boden nicht bricht. Und packen es in den Kühlschrank. Wir heizen in der Zwischenzeit den Ofen auf 225 Grad vor. Wir brauchen Hackfleisch, 500 Gramm, eine Gewürzmischung, Jalapenos, Creme fraiche aus Paprika und Creme fraiche frisch, Tomaten, einmal das Kokosfett heiß machen, dann das Hackfleisch mit dazugeben und rösten. In der Zwischenzeit ist der Ofen schon heiß und wir packen den Kuchen in den Ofen. Das Hackfleisch würzen mit der Gewürzmischung. Die Rezeptur der Gewürzmischung schreibe ich euch unten in die Kommentare. Löschen mit Wasser müsst ihr mit euren echten Hackfleisch nicht machen, weil es saftig genug ist. In der Zwischenzeit schneide ich die Tomaten, während das Hackfleisch runterkühlt. Und lege die Jalapenos raus zum Trocknen. So, das Fleisch ist kalt, der Kuchenboden ist fertig nach 12 Minuten Backen. Wir verteilen jetzt das Hackfleisch und die Creme fraiche gleichmäßig über den gesamten Kuchen. Reiben Käse drüber, packen dann was fürs Auge drauf, ein paar schöne bunte Tomaten und etwas Jalapenos. Packen das Ganze nochmal in den Ofen für 25 Minuten bei 225 Grad und es ist schon servierfertig. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuschauen. Es schmeckt unglaublich, viel Spaß beim Nachkochen. Liked meinen Channel und unbedingt abonnieren. Ich freue mich über jeden Kommentar, Leute. Bis bald.